So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren neuen Folge Total Chaos. Ich hoffe mal, audiomäßig passt alles. Sollte aber eigentlich. Kameras gehen auch. Let's go. Sieht doch gut aus. Bild hat OBS auch genommen. Sehr schön. Dann weiß ich gar nicht mehr, wo wir gestern waren. Ah, genau, wir waren in dem Waffenraum hier. Ja, das macht Sinn. Ich glaube, wir hatten schon so weit. Wow, hey, okay, chill, chill, wow. Erstmal hier ein bisschen Helligkeiten. Weil eigentlich kann ich gleich alle hell machen, ja, so ist besser. Okay. So. Was soll ich gerade sagen? Genau. Wir waren hier in dem Raum, haben die soweit aufgeräumt. Und bisschen Stuff abgeladen. Wow. Trotz dem ganzen neuen Stuff hier haben wir wieder 70 Kilo frei. 70 Pfund. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Jetzt muss man ganz kurz gucken. Wir haben schon 10 Journal-Einträge. Das ist gar nicht mal so schlecht. Hier waren wir, da waren die ersten Zombies. Wir haben den Gang hier gemacht. Dann haben wir dort die Tür geöffnet. Dann sind wir hier runter. Sind hier rein in den verseuchten Bereich. Kann in jedes wieder irgendwie raus, oder? Weiß ich gar nicht. Aber es sieht aus, wie als wenn wir da schon mal alles hätten. Genau, hier sind wir runter, hier sind wir durchs Loch durch, da haben wir uns hier durchgekämpft. Da war der Utility-Raum mit den ganzen Sachen. Sind wir da reingefallen? Waren wir hier schon? Ja doch, genau, da haben wir auch die Spinnen besiegt. Wir waren da bei der, da war die Tür. Dann sind wir wieder zurückgelaufen. Sind hier raus. Also ich glaube, wir haben hier den Großteil haben wir hier auch schon. Ich weiß, wir waren noch draußen bei dem Außengebiet. Da waren wir noch nicht. Da müssen wir also auf jeden Fall noch mal hin. Und da kommt ein richtig hässlicher Gegner. Und zwar, ja. Boah, der, wie laut das hier direkt fällt. Das ist echt schlimm. Und zwar der erste unsichtbare Gegner. So, dann können wir hier rein. Dann war das, glaube ich, hier irgendwo. Genau, hier war der letzte Bereich, wo wir waren. Und hier war, müsste auch ein Durchgang gewesen sein. Genau, da geht's nach draußen. Genau, da unten, von da unten haben wir den ganzen Spinnen erledigt. Hier ist der. Ne, ist er nicht. Weiß ich gar nicht mehr. Ach ne, das ist ja hier bloß noch, hier, das ist ja noch ein Zwischenraum. Ich bin verwirrt. Ach ja, hier, dieser kleine Gang. Genau, da ist ja, da war dieser Utility-Raum. Dann sind wir hier Treppe hoch, genau. Und dann haben wir so einfach mal links halten. Da lang und dann geht's da raus. Ja. Genau so war das. So, dann wollen wir doch mal schauen. Hier war dieses komische Geräusch, wo ich noch nicht genau weiß, was das war. Ja, und wir gehen jetzt raus. Er macht wieder direkt wieder Quick Save. Das hat gerade ganz kurz gestockert. Was mich ein bisschen wundert, weil normalerweise Quick Save hast du dann immer oben links so eine weiße Zeile, dass der halt gerade einen Save Point angelegt hat. I don't get it. So, hier kommen wir nicht durch. Diverse Grabsteine. Oh!
Mini-Hammer. Der halt eigentlich gar nichts bringt. Ja. Komm, nein, ich wollte dich nicht ausrüsten. Ich wollte. Bist du dumm? Bist du deppert oder was? So. Klingen hier sonst irgendwelche Sachen rum? Also die Atmosphäre mit dem ganzen Häuserkomplex und dem riesigen Dingsdöns hier. Hat schon was. Ah, schon, wow. Also gut, da kann man gar nicht runterfallen. Graveyard. Ja, seltsamerweise sieht das Ding aus genau wie so ein Kreuz, das hingelegt wurde. Ein relativ großes Kreuz. Ach, da hinten. Oh Gott, da hinten waren ja Hunde, ne? Schöne Aussicht. There is nothing to find down there. Head to the storage room. Wir waren bereits im Storage Room. Was ist denn mit dir los? Hast du viel Lack gesoffen? Da leuchtet so komisch grün, oder? Ah, nee, ist einfach nur. Sind einfach nur Pflanzen. So, speichern wir mal nochmal. Da hinten leuchten diverse Sachen, das ist schon mal sehr schön. Oh. Den Tunnel kenne ich gar nicht. Wo ist denn der hin? Achso, führt doch einfach nur raus. Okay. Ich glaube, ich habe gerade was gehört. Ich glaube, da hat gerade jemand was kaputt gemacht. Klebestreifen. Man kann einfach noch vorbei. Lol. Das gehört und alles. Na, wieder Klebestreifen. Achso, es war ein großer Stapel, lol. Ach ja! Gibt da dieses eine Versteck? Aua! Gestorben. Stimmt, das war ja hier Teil dieser. Oh, ganz schön dunkel hier. Teil des Good Endings, dass man das Ding hier findet. Nicht, dass ich da wirklich so viel Interesse dran habe, aber hey. Wenn wir schon mal hier sind, warum nicht? Da ist nochmal Händel, aber so ein großes Stück. Gar nichts. Oh, Salami nehme ich gerne. Boah. Ein bisschen Energy Drink kann ich schaden, sonst ist hier gar nichts. Hm. Ist die gleiche, die wir bereits haben, ne? Ja, ist genau das gleiche. Okay. Okay.
Hat so viel Blut hier auf dem Boden. Holy shit. Oh. Leder. Gibt's das nicht bei Kühen? Da ist ein Fall nach unten. Oder einfach nur irgendwas, was runtergelaufen ist. Vielleicht hat da einfach nur jemand gegengejist. Why? Ja, das frage ich mich halt auch. Vor allem da auch. Wobei, das ist ein... Ah, ne, okay. Das ist ein Muster, was immer wieder wiederholt hier auch. Ist also wirklich einfach nur Teil der Textur. Leder. Why? Ist Leder ein Name? Was ist das für ein Name? Hm. Taylor. I am sorry, but I have to leave this place. Also, das ist ein Maus. I know you have anywhere, always wanted to live out of the sea, but it's not the life for me. I feel isolated, enslaved. I have to get back to the mainland. I have with my family. I will never forget the time we shared together. You are a good person. I love you. I will always love you. I'm sorry. I had to tell you like this. But I try to talk to you about it, and you won't listen. I don't want our last conversation to be another argument. Take care, Leda. Auf Deutsch, ich bin sehr traurig, aber ich musste diesen Ort verlassen. Ich weiß, du wolltest immer draußen auf der See leben, aber das ist kein Leben für mich. Ich fühle mich isoliert, versklavt. Ich muss zurück zum Festland gehen. Ich muss bei meiner Familie sein. Ich werde nie die schöne Zeit vergessen, die wir zusammen geteilt haben. Du bist eine gute Person. Ich liebe dich. Ich will dich immer lieben. Entschuldige, dass ich dir es auf diese Weise sagen muss. Ich habe versucht, mit dir zu reden, aber du hast nicht zugehört. Oder du wolltest nicht zuhören. Oder I don't know. Ich möchte nicht, dass unsere letzte Unterhaltung eine Streitigkeit wird. Voll auf die Zunge gerade gebissen. Take care. Pass auf dich auf, Leda. Wer heißt so? Digga. Ist wohl ein anderer Name für dumme Kuh. Was? Ja, gibt's da noch was? Nö. Man hat sogar zurück. Gut, nicht wirklich, weil hier geht's nur runter. Verstehe. Wollen wir hier runter? Ich speichere mal. Oh, wir sind hier. Oh nein. Oh. Oh ja. Aua. Wieso? Peter kann nämlich angreifen, wenn er. Ich dachte hier. Die Wand hier schützt mich. Aber nein, natürlich nicht. Wow. Ja, jetzt kommen da oben gleich irgendwelche Viecher. Ich weiß nicht mehr, was genau die Viecher sind. Glaube Hunde, aber ich bin mir jetzt auch nicht so sicher. Oh, guck mal, man sieht hier durch die Taschenlampe, dass es verschiedene Map-Segmente sind. Weil, ne, Map over Map geht natürlich nicht. Also sind wieder mehrere verschiedene Maps, wo man zwischendurch rumteleportiert wird. Und das sieht man halt genau an der Stelle. Jetzt sind wir auf dem Teil der Map. Und jetzt sind wir auf dem anderen Teil der Map. Voll witzig. Hahaha. Und totlachen. Ich habe mal mein Licht aus. Und hoffe mal, dass uns da oben nichts Schlimmes erwartet. Digga, wie lang ist diese Treppe? Was ist das für ein Geräusch? Oh, ja, es waren Hunde. Ach, die können nicht rauskommen.
sauber. Nein, nein, nein. Wieso hat er mich rausgezogen? Affenarsch. Hab ich einen Schlüssel? Ja, hab ich. Okay. Kann ich mal hier gucken? Ich habe keinen Schlüssel. War nicht ein Schlüssel? Hä? Doch, da war doch ein Schlüssel. Ich habe keinen Schlüssel. Oh, scheiße. Da war ja was. Gut. Wieso sehe ich den Schlüssel hier nicht im Inventar? Der taucht doch normalerweise immer auf. Ach, da oben. Ja, warum sieht dieser Schlüssel im Inventar so ganz anders aus als hier auf dem Tisch? Das ist doch dumm. Wer macht denn sowas? Warum versuche ich immer das Inventar mit Escape zu beenden? Achso, meine Taschenlampe ausschalten hier. Sieht so komisch aus. So, irgendwo lag immer noch was auf dem Boden, ne? Ich glaube, da sind wir gerade gekonnt dran vorbeigelaufen. War da irgendwas? Ach, da! Ist im Pack. Mehr aber nicht, ne? Gott, diese Treppe. Macht mich wahnsinnig. Aber es kommt wieder dieses komische Geräusch. Heißt, wir sind in der Nähe von den Hunden. Ich schätze mal, dass sie Hunde sind. Aber wobei, nee. Müssen sehr komische Hunde sein, wenn die so klingen. Obwohl, wir haben noch eine Waffe. Aber wir haben nicht sehr viel Schuss, ne? Wir haben nur 6 Schuss. Und so wie ich das Spiel kenne, braucht man garantiert die 6 Schuss alleine für einen einzigen Hund. Ich meine, wir könnten mal probieren. Das ist die 5. So. Ah, Mittelklick war's. Ja? Achso, mehr Schuss kannst du nicht laden. Okay. Okay, ein Schuss reicht. Oh. Oh, noch einer? Aber was war das für ein Geräusch? Oh, davon ist noch ein Hund. Ja, davon ist noch ein Hund. Oder? Oh. Ja, eine Spinne. Ich hatte gerade schon, dass er immer so langsam laufen muss, aber zum Glück hat er durch den Angriff selber so einen riesen Schritt nach vorne gemacht. Das war wahrscheinlich auch das, wo wir hier beim Erschlagen des Hundes vorhin so rausgeflogen sind. Das war gar nicht der Hund, sondern das waren wir beim Zuschlagen. Machen wir mal einen riesen Satz nach vorne. Das ist so dumm, Alter. Dieses ganze Combat-System ist so komisch. Weißt du, wenn du so die Waffe hinter dir hältst, kannst du immer nur ganz langsam laufen. So, why? Und beim Angriff ist dann immer ein Riesensatz nach vorne. Selbst wenn das strategisch super behindert ist. Ich hatte einfach nur, ne? Einfach nur, und so. Nein. Man muss immer gleich sterben. So. Haben wir das? Jetzt müssen wir nur noch den Hund da vorne töten. Nehmen wir da wieder die Waffe?
Oh, ich habe gerade eine Bandage angelegt. Ich weiß halt nicht, wie dumm das ist, ob das überhaupt. Also, ich meine, wir haben noch 3 Schuss. Das ist nicht sehr viel. Vielleicht habe ich mich doch völlig vertan und die Hunde sind gar nicht so stark, wie ich gerade dachte. Aber in den meisten Games sind Hunde immer super, super flink, super hart zu treffen und ja, quasi die Endgegner. Achso, genau, hier vorne war Kleber. Da ist die Spinne, irgendwelche Sachen droppen. Wieso sollte ich die Tür zumachen? Da komme ich doch da nie wieder raus. Wenn ich die Tür von außen zumache, dann komme ich doch, wenn ich nochmal reingehe und dann wieder rauskomme, komme ich doch hier nie wieder raus. Dann sperre ich mich doch hier ein. Ich kann es doch gar nicht betätigen. Das Ding hat gar keine Funktion. Das ist einfach nur da. Was? Wo kommt die denn her? Hä? Okay, ich versuche es mal. Gut, die laufen zum Glück relativ langsam. Ah, okay. Also ich kann die tatsächlich auch einfach mit dem Schlaghammer erschlagen. Oh, die sind ja auch noch voll langsam. Gut, dann brauche ich ja. Okay. Dann brauche ich die Waffe hier gar nicht benutzen. Dann ist eine Riesenverschwendung. Wow, das ist ja super easy. Okay. Hat das ja schon mal geklärt? Und muss ich auch wieder alle erledigen? Aber das sind ja alles hier leichte Gegner. Moment, ist ein Neuner? Ach, ey, es ist. Irgendwie machen ja immer, also dieser Soundeffekt, der abgespielt wird, hört halt nicht auf, nur weil sie tot sind. So, jetzt ist eine Spinne wach geworden, vielleicht sogar beide. Oh, sind beide wach geworden. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Schnell zurück. Oh, Alter, so haben sie sich getrennt. Weil beide gleichzeitig kannst du nicht. Das funktioniert nicht. Dann spuckt dich einer an, während du den anderen. Nein! Oh, fuck you. Nein! Auto zu! So unangenehm. So, du! Ich hätte vielleicht mal doch nicht Neuler. Was habe ich jetzt gerade gegessen? Hä? Oh, Medikamente. Mann, dammit! Was ist denn? Was soll ich? 2. So, das. Ist das blöd? Okay. Ich muss dafür sorgen, dass sie mich nicht angreifen. Volle Blutung, wollt ihr mich verarschen? Digga, was tue ich hier? Da geht's wieder raus, hier geht's raus. Nein, wir können nicht weg. Verdammt. Wo sind die beide wach? Alter! Bleib hier! Nein. Junge, hol raus. Verdammte Scheiße. Bin ich. Okay, ist tot. Digga. Haben wir keine Verbandskästen mehr? Aber wobei das. Nee. Hä, hey, was ist das da? Ah, das ist ein Knife Repair Kit. Lol, brauchen wir gar nicht. Was ist damit? Das ist nur Duct Tape. Wir haben diesmal zum.
Ja, gut. Dann sind wir wohl gefickt. Einer reicht. Ja, danke schön. Genau, was ich gerade gebraucht. Gut, normales. Wo sind es da? Gleich zwei. Hä? Ach nee, das ist das, was ich gerade gedroppt habe. Wir haben hier zwei gute. So nämlich. Geht doch. Warum nicht gleich so? Na, Kleber. Wasser. Geht immer noch nicht. So, müssen wir aufpassen. Das sind zwei Hunde. Oh, natürlich sind wieder beide wach geworden. Geht doch. Was? Noch einer? Komm zu Papi. Okay, der macht immer beim Angriff diesen nächsten nach vorne. Können wir das ja schon fast benutzen. Aua! Wo bist du denn? Gut, ich hätte keinen Schritt nach hinten machen dürfen. Ich hätte einfach nach vorne draufschlagen sollen. Nein, jetzt habe ich wieder die 3 gedrückt. Och, das ist doch bekloppt. Ich will die 2. So. Okay, ich muss also weit wegstehen und dann angreifen, wo man ja Schuss nach vorne macht. Ja, okay, das klappt. Gut, das ist gut zu wissen. Also immer weit wegstehen und erst dann, also dann schon angreifen. Weil ich will halt, weil es halt ein Nahkampfangriff ist, halt immer so nah wie möglich rangehen, damit ich halt auch treffe. Aber wenn halt immer einen Schritt nach vorne macht, dabei einen riesigen Schritt nach vorne, dann kann ich das natürlich auch benutzen. So zum Beispiel. Ey, so geht's richtig gut, wenn man es weiß. LOL. So. Ja, aber Digga, so ist richtig einfach. Wow. Und auf einmal ist die Welt schön. Oh, nicht schon wieder beide. Oh Mann. Na, oh, Alter, schnell weg hier. Boah, der war direkt dahinter. Leck mir am Arsch. Ja, der andere ist ja das. Hat er ja schon Agro gezogen. Jawohl. Alter. Okay, an der Stelle speichern wir erstmal und machen mal Folgenpause für die nächste Folge. Nein, ich wollte dahin. Das ist. Alter. Aber ja, jetzt wo ich weiß, wie die Waffe funktioniert, vor allem wie dieser harte Angriff funktioniert, ja, jetzt kommen wir relativ gut durch. Okay. Ja, wie gesagt, dieses Kampfsystem, da muss man sich immer erstmal dran gewöhnen. Das ist Katastrophe. Ja. Aber wir haben es zum Ende hin nach einer ganzen Folge doch geschafft. Geht also. Bis dann.